Hey Leute, willkommen zu Riftwalker, einem Tower-Defense-Spiel mit Roguelike-Spielelementen. Der Entwickler hat mir freundlicherweise einen Key gegeben, damit wir es uns zusammen im Voraus mal anschauen können. Das Spiel wird im Early Access erscheinen und es gibt noch jede Menge zu tun. Wer sich also in die Entwicklung einbringen will, der sollte es sich holen. Alle anderen sollten halt noch warten, bis es komplett fertig ist. Es wird an mehreren Stellen darauf hingewiesen. Ich sage euch das jetzt auch nochmal. Wir schauen mal kurz in die Settings rein. Ja, wir haben hier Lautstärkeregler und bei den anderen Sachen kann man halt noch nichts einstellen. Das ist noch alles locked. Hier unten steht auch, dass er momentan noch daran arbeitet, an den ganzen Settings-Möglichkeiten. Gut, dann hat sich das schon mal soweit erledigt. Wie ihr seht, sehr early access. Was gibt es dazu noch zu sagen? Ja, was mich daran gereizt hat, ist halt, dass die Tower Defense Level zufällig generiert werden, was ich so noch in keinem anderen Tower Defense Spiel gesehen habe. Und das Ganze ist etwas düsterer angehaucht. Ihr seht schon da das Feuer und das Blut. Und es soll schon, ja, es soll auf jeden Fall eine Story enthalten. Es soll auch schon ein bisschen tiefer gehender sein. Kann ich noch nicht wirklich was zu sagen, habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß auch noch nicht, wo die Reise genau hingehen wird. Auf jeden Fall habe ich einen Key bekommen, damit wir uns zusammen das mal ein bisschen anschauen können. Ich würde mal sagen, ich starte mal ein neues Spiel. Und dazu sei gesagt, ich habe es selbst noch nicht gespielt. Das ist halt wieder ein Angespielt von mir. Das heißt, wir schauen einfach mal zusammen rein und gucken mal so, was das für einen Eindruck macht. So die 15, 20, 30 Minuten. Mal schauen. Dann starten wir doch mal ein Spiel. Tipp, the light is your friend. Okay, das Licht ist unser Freund. Wir können hier rauszoomen. Was haben wir denn hier alles? Das hier sind Ressourcen, das ist keine Ahnung. Tower-Anzeige, das ist ein Portal. Hier können wir, glaube ich... Wie weit kann ich denn hier rauszoomen? Türme platzieren, kann das sein? Interessant. Also es gefällt mir schon sehr. Das so auf düster getrimmt. Das finde ich schon sehr cool. Die Frage ist jetzt nur, wir können uns hier schon mal so einen Tower hinwerfen. Steam Rifle Turret gibt es hier. Standing Brazier, Tesla Orb Tower und ein Flamethrower. Ich glaube, ich hätte gern mal hier so einen Steam Rifle Turret. Ach, dann baut er, Moment, baut er die dann automatisch dahin? Gute Frage, hier muss man erstmal ein bisschen durchsteigen. 270 Ressourcen haben wir noch, dann kann ich ja... Moment, ich könnte... Jetzt haben wir Info über den Gegenstand. Level 1, wie viel Schaden der macht, Cooldown. Dann drunter steht noch ein Tipp. Das Spiel arbeitet also ja auch mit Licht. Okay. Gut. Hiermit können wir es aufwerten. Hiermit verkaufen. Kann ich denn irgendwie hier noch... Ach so. Ach, dann muss ich da drauf klicken. Ich habe dann gar nicht hier drauf geklickt, sondern ich habe da hinten drauf geklickt. Ich habe quasi da durchgeklickt. Was piept hier so? Ich glaube, wir packen hier jetzt mal... Dafür haben wir nicht genug Ressourcen. Bauen wir da noch mal sowas hin. Und die schießen hier schon, aber ich sehe hier überhaupt nichts. Alles dunkel. Da können wir auch noch einen Turm hinsetzen. Da können wir da auch noch einen Turm hinsetzen. Dann setzen wir hier mal überall Türme hin. Was haben wir denn hier noch? Beam Tower, very long range. Ja, das scheint auch mal ganz... Haben wir leider nicht genug für. Das wird ja unten links überblendet. Das ist ein bisschen blöd, dass man das nicht genau sieht. Aber ja, da muss er halt noch dran arbeiten. So. Was? Auf was schießen die denn hier? Ich bin etwas verwirrt. Aber nun gut. Level lost. Okay. Probieren wir das Ganze nochmal.
Gut, da haben wir... Ich kann ja hier mal so einen Tower hinstellen. Kann dann was hier auch nochmal so einen Tower hinstellen. Ich verteile die jetzt einfach mal ein bisschen. Es ist ja hier alles eine Nummer größer. Packen wir da auch noch einen hin. Hier packen wir dann auch noch einen hin. Und ja, komm, hier auch noch ein. Wir haben es ja. Man sieht aber auch irgendwie gar nicht, woher die Gegner kommen. Ist das so gewollt? Vor allen Dingen, der sagt mir auch gar nicht, wann eine Runde startet. Der sagt mir hier nur, dass die Geschütze hier am Ballern sind. Für Flammenwerfer haben wir nicht genug Knete. Wir können da einfach nochmal so einen Tower hinstellen. Also die Gegner werden dann hier wohl hochlaufen. Auch wenn ich leider überhaupt keine Gegner sehe. Und das bringt hier gar nichts. Gut, dann werde ich jetzt mal hier im Voraus ein bisschen aufrüsten. Dann können wir hier noch was hinten. Nee, wir haben keine Knete mehr. Okay. Hier ist nur dieser Rauch. Wir bräuchten also im Prinzip Licht. Man kann doch hier bestimmt auch irgendwie... Jedenfalls zieht der Rauch da so lang. Ja, wir können das mit der rechten Maustaste hier alles so drehen. Aber das bringt nun mal auch kein Licht ins Dunkel. Mich würde mal interessieren, ich kann jetzt hier leider gar nicht... Ich kann zurück ins Hauptmenü, das will ich aber gar nicht. Gibt es vielleicht irgendwo eine Liste mit den Befehlen? Ah, Moment. Wir gehen mal kurz zurück ins Hauptmenü, starten neues Spiel. Oh, das sieht auch ganz cool aus. Das erinnert mich so ein bisschen an Path of Exile. Wir können jetzt zum Beispiel hier mal... Genau, Licht hinsetzen. Und dann... Hätte ich gerne da so ein Turret. Da noch ein Turret. Da noch ein Turret, da noch ein Turret. Und dann... Hier fehlt noch so eine Minimap. Gibt es hier eine Map, wenn ich M drücke? Nein, passiert leider nichts. Gut, dann könnte ich hier nochmal Licht hinsetzen. Genau. Müsste jetzt echt mal wissen, woher hier die Gegner kommen. Das ist nämlich ein bisschen... Das ist schon ein ganz schön großes Gebiet hier. So. Mit WASD kann ich hier die Kamera auch bewegen. Moment, ich kann hier nochmal Licht machen. Warum kann ich das hier nicht anklicken? Kann nur was da anklicken. Moment. Also das Licht macht Flächenschaden gegen alle dunklen, gegen die Dunkelheit in der Nähe. Das ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Jetzt sehen wir hier auch endlich mal die Gegner. Ich baue dann hier noch so ein Turret hin. Wie sieht das denn hier oben aus? Man müsste vielleicht noch die Möglichkeit haben oder wirklich zu Gesicht bekommen, woher die Gegner kommen. Aber das könnte auch gut ein Spielelement sein. Da ist nichts. Ansonsten kann man da noch sowas hinsetzen. Machen wir hier mal über Licht, damit wir auch mal was sehen. So. Was genau das hier ist, ist halt die Frage. Gut.
Können wir da noch einen Turret hinbauen? Da bauen wir noch einen Turret hin. Also man muss hier schon für Licht sorgen. Damit man überhaupt sieht, wo die Gegner herkommen. Sonst ist hier alles im Dunkeln. Und da haben wir schon wieder ein bisschen Ressourcen bekommen. Da setze ich da auch nochmal einen Tower hin. Das könnten jetzt ein bisschen viele werden hier. Jetzt laufen die alle hier unten lang. Zoomen wir mal kurz rein und schauen uns die mal an. Skelette. Ja, das sind schon zu viele. Ich hätte gern mal einen Flammenwerfer. Ja, dafür reicht es leider nicht. Dafür reicht es leider nicht. Das ist aber auch ein riesiges Gebiet hier. Ist vermutlich am besten, wenn ich einfach nur darauf reagiere, wo die Gegner dann herkommen und da noch ein paar Tower baue. Ansonsten... Also so der Grafikstil und vor allen Dingen der Sound, das ist schon richtig cool gemacht. Gefällt mir auf jeden Fall. Das macht schon einen super Eindruck. So, ich habe da gerade wieder Ressourcen bekommen. Das heißt, die kommen jetzt mal von da oben. Ich hätte jetzt gern doch gleich mal einen Flammenwerfer. Aber die Knete reicht da nicht mehr für. Müssen wir noch ein paar Gegner erledigen. So, das hier wäre, glaube ich, ein ganz guter Platz. Aber wie viel brauchen wir dafür? Schätzungsweise 100? Leider kann man das da unten ja nicht sehen. Nee, das sieht aus wie 150, oder? Ich würde fast sagen, das sieht aus wie 150. Das ist jetzt ein bisschen blöd hier. Dann baue ich da noch so einen Tower hin. Die laufen da jetzt alle durch. Die kriegen wir nicht alle platt. Ah, verdammt. Das hier ist die Zahl, wie viel durchgekommen sind, oder? Wird mal fast drauf tippen. Oh, das waren jetzt schon ein bisschen viele. Ja, das schon wieder. Nee, das sind nicht, ist nicht die Zahl, wie viel durchgekommen sind. Ah, da ist schon wieder einer reingelaufen. Verdammt. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So. Schauen wir uns doch mal das von der Seite hier an. 117 haben wir. Die müssen dann ja quasi hier unten irgendwo wegkommen. Also es wird jetzt auch nicht so sinnvoll sein, hier schon irgendwas hinzubauen und hier was hinzubauen. Besser an der Stelle hier, wo die dann alle lang müssen. Setzen wir hier erstmal wieder Licht hin. Ah, da kommen auch schon wieder welche. So, wo läufst du jetzt lang? Du läufst gleich links. Gut, dann baue ich da nochmal so einen Turm hin. Dann da auch nochmal. Dann können wir die hier schon mal ein bisschen ausdünnen. Wie viel brauchen wir denn dafür? 30, glaube ich. Ihr lauft jetzt da wieder lang. Okay. Können natürlich auch mal hier die Türme aufrüsten. Aber dafür fehlt mir auch das nötige Kleingeld und da brauche ich 100 für. Da bin ich ja meilenweit von entfernt. Aber das sieht hier soweit schon besser aus. Die können wir jetzt so langsam mal alle platt machen. Frag mich echt, ob das gewollt ist. Dass man nicht sieht, wo die genau starten. Das sieht man hier nicht. Da kann man letztendlich nur die Geschütze bauen und die Türme, wenn man
irgendwo dann sieht, wo die herkommen. 102 haben wir. Ich würde gerne noch mal so einen Flammenwerfer bauen. Wäre das möglich? Das ist die Anzahl der Wellen. Oder welche Welle das ist. Wäre jetzt mal so mein Tipp. Da kommen schon welche. Okay, dann bauen wir da noch mal so ein Ding hin. Das sieht doch soweit ganz okay aus. Ja, die sollten wir jetzt mittlerweile auch alle platt bekommen. Steht da denn bei? Nein, da steht nur Damage, Cooldown. Ja, Physical Damage gegen Gegner. Ach, man soll die Rifle Turrets hinter den Lichtdingern da platzieren, damit die erst die Dunkelheit da wegbrennen können. Da wären wir wieder bei 102. Ich warte jetzt mal. Kann man das vielleicht auch irgendwie... Nee, beschleunigen kann man das nicht. Gut, 118 haben wir. Zumindest nicht mit Plus und Minus, aber das wäre auch so ein bisschen nicht gerade zielführend, wenn man das beschleunigen könnte, oder? Da kommt drauf an. Wenn das halt so gut wie gewonnen ist, dann vielleicht. Hier könnte ich dann doch mal so einen Flammenwerfer gleich hinsetzen. Ich warte mal kurz ab. Das ist ja auch der einzige Weg. Wir müssen ja dann hier alle lang. Frage ist nur... die haben scheinbar so einen Dot-Effekt? Nee, habe ich leider auch keine Knete für. Also ist das da unten 450 und nicht 150. Tesla Orb Tower. Da steht 500. Das kann man lesen. Licht kostet 20. Kann hier ja noch ein bisschen für mehr Licht sorgen. Dann sehen wir auch früher, wo die wegkommen. Da sind sie schon wieder unterwegs. Ich glaube, wir packen da noch mal Licht hin. Packen hier noch mal Licht hin. Machen wir da auch noch mal Licht. Wir müssen quasi erst hier die Dunkelheit wegbrennen und dann können wir die Gegner mehr oder weniger erledigen. So, da können wir auch nochmal Turret hinsetzen. Warum nicht? Das werden schon ein bisschen mehr jetzt. Auch noch mal überall Turrets hin. Warum nicht? Wenn wir die Knete haben. Kann ich leider keine anderen bauen. Das sind hier jetzt schon ein paar. Na komm, das wird nicht reichen für alle. Nee, die sind schon zu weit gekommen. Ja, ich glaube, das ist gleich vorbei. Ja, Level Lost. Okay, gehen wir mal kurz zurück ins Hauptmenü. Ich muss sagen, also atmosphärisch ist das auf jeden Fall ganz großes Kino. Gefällt mir richtig, richtig gut. Der Grafikstil, Sound und generell diese Lichtschatten-Effekte, um das Ganze auch als Spielmechanik zu benutzen. Wie das letztendlich genau dann mit den Upgrades funktionieren wird, das können wir uns halt noch nicht anschauen. Auch hier, was Collections genau bedeutet. Aber man soll, glaube ich, auch später dann die Türme langfristig irgendwie upgraden können, so wie ich das verstanden habe. Macht auf jeden Fall sehr interessanten Ersteindruck, auch wenn es noch nicht so viel zu sehen gibt. Trotzdem, wie gesagt, wenn ihr den Entwickler unterstützen wollt, dann könnt ihr es euch ja kaufen. Für alle anderen ist halt
ganz klar, dass ihr warten solltet, wenn letztendlich komplett das Spiel da ist, ob es dann noch im Early Access ist oder ein komplett released. Also um jetzt schon wirklich spielen zu können, ist das noch ein bisschen dürftig. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Abo und über einen Daumen nach oben freuen. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.